fest. Schönen guten Abend. Vielen Dank an die Rosa-Luxemburg-Stiftung und die Bundestagsfraktion Die Linke für die Organisation und die Einladung. Mein Name, wie gesagt, ist Anne Roth und ich freue mich sehr, heute Abend Daniel Matthews kurz exklusiv auf der Bühne zu haben. Wie ich eben gerade gehört habe, ist das eine Premiere. Es hat noch nie eine öffentliche Veranstaltung gegeben, wo Daniel über WikiLeaks und seine Aktivitäten gesprochen hat. Das ist also was wirklich ganz Besonderes heute Abend. Kurz nochmal zu seiner Vorstellung. Daniel ist Australier, 31 Jahre alt, originär aus Melbourne, lebt inzwischen seit letztem Jahr in Boston, wo er als Mathematiker am Boston College arbeitet. War Mitgründer oder Gründungsmitglied von WikiLeaks, wo er aktiv war von 2006 bis 2008. Hat WikiLeaks dann verlassen, darüber wollen wir auch gleich sprechen. Seitdem ist er in verschiedene soziale und politische Aktivitäten und auch in dieser Zeit involviert gewesen, stellt sich, das ist sozusagen das Leitmotiv, die Frage, wie die Welt funktioniert, wie sie auch zu verändern ist, hat, das fand ich interessant bei der Beschäftigung im Vorfeld, eine dezidiert linke Herangehensweise an diese Frage, die ihn sicher auch von Julian Assange unterscheidet und ist seitdem vor allen Dingen auch im in der Antikriegsbewegung in den USA aktiv. Die erste Frage, die sich aufdrängt, natürlich, wann du bei WikiLeaks angefangen hast, habe ich gerade gesagt, 2006, wie das kam, wie hat das angefangen, warum? Was waren eure politischen Motive? Genau. Tazio ist eben als Übersetzer schon kurz vorgestellt worden. Ich will das nochmal kurz erklären. Es wird eine Konsekutivübersetzung geben. Das heißt, Daniel spricht erst Englisch und es wird danach dann nochmal ins Deutsche übersetzt. Well, to begin, I would say that I wouldn't call myself a co-founder of WikiLeaks, but a founding member. I've known Julian Assange for a long time. He's a friend of mine, and we studied mathematics together at Melbourne University. And we discussed during the time we knew each other many topics. We shared mutual interests, not only in mathematics, but also in all sorts of social and political questions. Great. So in during 2006, while I was a PhD student at Stanford University doing my PhD in mathematics, I was talking to Julian very often, discussing his ideas for a new website. And that website turned out to be WikiLeaks. The idea was that we would have a platform, online platform, for whistleblowing, for truth-telling, for people engaged in unethical or illegal or parties to abuse, to release that information publicly onto the internet using all of the technologies available to secure their privacy and anonymity and through technologies of encryption. Zuerst mal würde ich sagen, dass ich kein Mitbegründer bin, sondern ich war von Anfang an dabei bei WikiLeaks. Ich habe zusammen mit Julian Assange Mathematik an der Uni Melbourne studiert und wir haben damals viel diskutiert, nicht nur über Mathe, sondern auch über verschiedene soziale und politische Themen. Und im Jahr 2006 war ich an der Universität von Stanford, Doktorand in Mathematik, und habe damals viel mit Julian gesprochen über seine Ideen für eine neue Website. Und diese Website wurde dann später zu WikiLeaks.
Und die Idee dahinter war eigentlich, eine Online-Plattform zu schaffen für Whistleblower, also für Leute, die Informationen veröffentlichen wollten über andere, über illegale und unethische Aktivitäten, die anderswo vor sich gingen. Und dass wir eben denen die Möglichkeit geben würden, das zu veröffentlichen im Internet, aber via Verschlüsselungstechnologien auch ihre Privatsphäre schützen würden. It's not often understood now that WikiLeaks in the original conception was not just a website for whistleblowing, it was also to be a wiki, similar to Wikipedia. So that not only was there a role for whistleblowers to release documents that they thought the world needed to know, but also there was a side for participation for activists, journalists, intellectuals, general citizens, citizen journalists, to contribute, to analyze that those documents and to write analysis and to explain what was going on in those documents. Es wird heute oft vergessen, dass der Originalgedanke bei WikiLeaks nicht nur war, dass es eine Website sein sollte, wo Whistleblowers ihre Dokumente veröffentlichen könnten, sondern es sollte eben auch einen Wiki-Aspekt dabei geben, ungefähr wie bei Wikipedia, wo alle einfach sozusagen auch Informationen draufstellen können. Es ging also darum, einen Raum zu schaffen für, was auf Englisch Citizen Journalists heißt, Bürgerinnen und Bürgerjournalisten, die dort veröffentlichten Dokumente analysieren könnten, erklären könnten, darüber schreiben könnten, darin eine offene Diskussion, eine partizipative Diskussion eintreten könnten. I'm a mathematician and I have studied cryptography, but unlike Julian, I'm not a programmer. I have been involved in writing and some citizen journalism previously, contributing to indie media in Australia. And so, from my perspective of activism and my politics in favor of participatory democracy and the left libertarian perspective, there was a real resonance with the idea of, on the one hand, the act of conscience in whistleblowing and the act of participation in bringing that to the public. And it seemed to me that, and it seemed to Julian as well, that there was a great population on the internet, bloggers, journalists, Wikipedia editors, a huge number of people that could potentially contribute. Bloggers often, there are many bloggers on the internet, and we find that many of them often repeat the same thing. It becomes an echo chamber. And so we thought that we would not only be able to provide something new for those bloggers, we could give them much greater impact. And the philosophy has always been not only to make whistleblowing information public, but to do it in the most impactful way to create maximum social reform and change. Ich bin Mathematiker, habe auch Kryptographie studiert, bin aber im Gegensatz zu Julian kein Programmierer. Ich habe aber auch schon geschrieben, habe mich auch als Journalist betätigt, habe für Indie Media Australien geschrieben. Das heißt aber, ich bin kein Programmierer, aber meine Perspektive, meine politische Perspektive, in der ich für partizipative Demokratie bin und für mehr Bürgerbeteiligung, das hat dann irgendwann sozusagen, habe ich mich mit Julian zusammengetan und unsere Ideen haben gut zusammengepasst. Und was ich vor allem daran interessant fand, war dieser Aspekt einerseits von mehr Bürgerbeteiligung und zweitens mal von einer von politischer Gesinnung, von der ethischen Gesinnung angetriebene Handlung. Und meine Perspektive mit Julian war zusammen, dass es im Internet sehr viele gab, sehr viele Leute, denen daran gelegen sein könnte, sich mehr beteiligen zu wollen. Wir wollten also einen Raum für die schaffen. Und wir haben festgestellt, dass Blogger oft Dinge voneinander wiederholen. Sozusagen, dass wenn eine Information mal im Internet ist, dass sie so im Resonanzraum mit anderen steht. Und deswegen dachten wir, dass wir einen Raum schaffen wollten, wo auch die Effektivität dieser Informationen gesteigert werden könnte. Es ging also uns immer darum, Whistleblowing, also einen Raum für Whistleblowing zu schaffen und einen sehr effektiven Raum zu schaffen.
And so I got involved. I thought this was an idea with massive potential, and as it's turned out, it has had massive impact, though in a different way. I, upon getting involved, wrote many analyses of leaked documents in collaboration on the wiki, Julian and others, documents relating to Somalia, to the operating procedures of Guantanamo Bay, the prison at Guantanamo Bay, and some role in documents leaked from Kenya regarding abuse there. In the end, the wiki aspect of WikiLeaks died out. It did not attract the community that we thought it might. And so WikiLeaks, since then, has taken something of a different approach in more direct collaboration with the mainstream media. But my involvement in writing articles and analyses continued until in 2008 I was sued by a Swiss bank and its Cayman Islands subsidiary, Bank Julius Baer. Ich dachte von Anfang an, dass WikiLeaks eine Idee mit einem Riesenpotenzial ist, und das stimmt ja auch, sie hat einen riesigen Effekt gehabt, wenngleich mittlerweile auch vielleicht ein bisschen anders, als wir uns das vorgestellt hatten. Ich selbst habe am Anfang meiner Arbeit bei WikiLeaks viele Analysen geschrieben, auf dem Wiki, also kollaborativ geschrieben, zu Dokumenten über Somalia, über Guantanamo Bay, das Gefängnis dort, über Dokumente über Missbrauch, der in Kenia stattfand. Aber dieser Wiki-Aspekt, also dieser kollaborative Schreibaspekt, der starb so ein bisschen aus. Er hat nicht wirklich die Community von Autorinnen und Autoren angezogen, von der wir das erhofft hatten. Und seitdem hat WikiLeaks auch seine Arbeitsweise geändert, kollaboriert viel stärker mit den Mainstream-Medien. Und, aber ich habe in WikiLeaks mitgearbeitet bis 2008, als ich dann von einer Schweizer Bank und ihrer Filiale in den Cayman Islands verklagt wurde. Und die Bank hieß Julius Baer. WikiLeaks had posted documents relating to alleged tax evasion and money laundering by the Swiss bank and its Cayman Islands subsidiary. And that involved posting details of bank accounts. Bank Julius Baer hired lawyers and commenced a lawsuit in California. They sued me and domain name registrar company, and succeeded for 2 weeks, actually, in shutting down the WikiLeaks website. This is quite an outrage, especially in the United States, where the First Amendment to the Constitution guarantees press freedom. However, after 2 weeks of being shut down in a great victory for press freedom, WikiLeaks won the case and the website went back online. WikiLeaks veröffentlichte Dokumente über angebliche Steuerhinterziehung durch diese Bank. Und dabei wurden auch Details von Bankkonten veröffentlicht. Daraufhin heuerte die Firma, die Bank, Anwälte an und verklagte uns, WikiLeaks, in Kalifornien. Tatsächlich haben sie es geschafft, für 2 Wochen die Website dicht zu machen, was eine totale Sauerei ist, weil in den USA, unter anderem weil in den USA auch die Verfassung die Redefreiheit garantiert. Aber nach 2 Wochen, in einem wirklich signifikanten Sieg, haben wir es geschafft, die Website wieder online zu bringen. As I was in California at the time, I think that this makes me the only person ever to have been a defendant on behalf of WikiLeaks, actually physically present in the case at any time. Weil ich damals tatsächlich in Kalifornien war, macht mich das vermutlich zu dem einzigen, der jemals physisch für WikiLeaks in einem Gerichtssaal stand. So it appeared it was going to be just me versus a multinational corporation. But I did get help from at the very last minute from many non-governmental organizations, the American Civil Liberties Union, Electronic Frontier Foundation, and many other organizations. After that case, however, having been the sole human defendant in that case present, I decided to switch my focus elsewhere. And I was also involved in anti-war activism in California, and I shifted my energies to that and have continued since in other directions.
Und am Anfang schien es so, als würde ich da ganz alleine gegen so eine große multinationale Firma stehen. Ich bekam dann aber doch von verschiedenen amerikanischen NGOs sehr viel Hilfe. Und trotzdem habe ich mich danach entschieden, was ja schon ein bisschen eine anstrengende Geschichte war, meinen Fokus zu ändern und bin seitdem sehr, sehr stark, also ich war danach sehr stark in Kalifornien in Antikriegsaktivitäten involviert und habe auch seitdem noch zu anderen Themen gearbeitet. Warum haben sie ausgerechnet dich eigentlich angeklagt? That's an interesting question. Das ist eine interessante Frage. The bank, it's very hard to sue WikiLeaks. Julian Assange is a hard person to find, and WikiLeaks is not a registered company. So what they did was they attacked the domain name registrar. The domain name registrar at the time was a company in San Mateo, California. So this is the company that is responsible for the technicalities of the URL, wikileaks.org, going to the website. By attacking them, you can pull the plug on the website. And so they launched the case in California, and having launched the case in California, they tried to attack anyone they could find nearby. They found a Facebook group for WikiLeaks, and they found that one of the moderators was a student at Stanford. And they as a result, got him. WikiLeaks ist sehr schwer zu verklagen. Julian Assange ist bekannterweise sehr schwer zu finden. Wir haben ja auch kein Büro. Daher sozusagen war die Strategie der Bank, die Firma zu verklagen, wo die Website WikiLeaks registriert war. Und das führt sozusagen ein rechtlicher Angriff auf so eine Website würde dazu führen, dass die Website dicht gemacht werden müsste. Aber weil sie außerdem noch jemanden tatsächlich auch im Gerichtssaal haben wollten, haben sie dann irgendjemanden in Kalifornien gesucht, der tatsächlich in Kalifornien war, haben dann eine Facebook-Gruppe gefunden und haben festgestellt, dass also der Moderator dieser Facebook-Gruppe ein Student an der Uni Stanford war. It's important to point out how bad a strategy this is. By trying to shut down a website on the internet, the result is usually that website is magnified and reproduced all over the internet. And that happened in this case, and it increased the profile of WikiLeaks and induced a whole raft of negative publicity for the bank. In shutting down a website, that's a paradigm case of prior restraint. To shut down a media organization just because you do not like one article on that organization publishes. Es ist nur wichtig, nochmal aufzuzeigen, was für eine schlechte Strategie das ist. Wenn man nämlich eine Website, die auf dem Internet steht, versucht, dicht zu machen, dann wird die meistens überall im Internet kopiert, was massiv die Öffentlichkeit für diese Website erhöht und natürlich auch schlechte Publicity für die Firma schafft, denn das ist eindeutig ein Angriff auf die Pressefreiheit. It's an interesting comparison, actually, that now the US media is generally very hostile to WikiLeaks. But during that court case, almost every major newspaper in the country editorialized in favor of WikiLeaks, because it had been subject to such an outrageous attack on press freedom. Das ist ein interessanter Vergleich. Also, mittlerweile ist ein großer Teil der Medien in den USA WikiLeaks eigentlich sehr feindlich gegenüber. Aber damals haben sie alle Kommentare geschrieben, die WikiLeaks unterstützt haben, weil alle diese Zeitungen selbst schon mal Opfer eines derartigen rechtlichen Angriffs waren. Ich würde gerne nochmal auf den Anfang zurückkommen, weil du ja eben auch mit gegründet hast, das Projekt. Mich interessieren sozusagen die Gründe, die ihr damals gehabt habt. Da kann ich mir verschiedene Sachen vorstellen. Viele Internetprojekte werden ja gestartet, weil es geht, weil es einfach die technischen Möglichkeiten gibt. Das kann ich mir als Motiv vorstellen. Gleichzeitig würde mich interessieren, hat es vielleicht einen konkreten Fall gegeben? Habt ihr Unterlagen bekommen, gedacht, das muss jetzt an die Öffentlichkeit, deswegen gründen wir das Projekt? Oder vielleicht eher sogar politisch grundsätzliche Motive, weil ihr gedacht habt, die Welt braucht das? Vielleicht kannst du das noch mal so ein bisschen vertiefen. Like many political projects and like many startups and websites, internet. There were
many ways of thinking about it and many changes of direction which could have happened, and many changes of direction have happened. I think there were many ideas floating around at the beginning. One idea was that it was actually an idea from mathematics that there should be, in mathematics there was a group known as Bourbaki, an anonymous collective of mathematicians that produced revolutionary, I would say, new descriptions of mathematics via their collective identity. And so there was an idea of a collective producing revolutionary new information coming from leaked documents. Also wie bei allen neuen oder bei vielen politischen Projekten, bei den Firmen, die neu gegründet werden, gab es immer verschiedene Zugänge, verschiedene Ideen, die das angetrieben haben. Viele Änderungen hätten gemacht werden können, viele Änderungen wurden auch gemacht. Aber es gab ja viele Ideen. Eine der Ideen war am Anfang, war eine Idee aus der Mathematik. Er erwähnte einen Namen, an den ich mich nicht genau erinnern kann, von einem anonymen Mathematiker und Mathematikerinnen-Kollektiv, die gemeinsam unter einer gemeinsamen Identität revolutionäre neue Beschreibungen von Mathematik produzierten. Also dachten wir uns, wir könnten als Kollektiv sozusagen revolutionäre neue Informationen produzieren. Other ideas floating around were classical liberal ideas of freedom of information. When the people have information about what their government, corporations, powerful parties are doing, then they have the power to change it. There is also a more, perhaps slightly more radical version of that idea, which is that when governments, corporations, and abusive parties know that there is the possibility and even probability of large-scale leaking of their activities, they will be inhibited from doing things which are abusive or embarrassing. Eine andere Idee war vielleicht auch die klassische liberale Ideen, wie einfach Informationsfreiheit, wo die Grundidee ist, dass wenn die Leute Informationen darüber haben, was für Schweinereien die Mächtigen anstellen würden, dann haben sie auch die Macht, das zu ändern. Da gibt es vielleicht auch noch die radikalere Version dieser Idee, die das sozusagen antizipiert, wenn böse agierende Firmen oder Regierungen wissen oder annehmen müssen, dass ihre Aktivitäten öffentlich bekannt werden, dass das sie dann abschrecken würde, derartige Aktivitäten durchzuführen. One other historical example which loomed very large was the example of Daniel Ellsberg, the intelligence analyst in the US that leaked the Pentagon Papers during the Vietnam War. That was an act of great courage and conscience by someone who was inside the system but saw that what he was doing was engaged in great injustice. And the idea of that conscience leading to leaks of information, now aided by the technology of the internet and making that much easier, was one that I think really informed the founding. Ein wichtiges historisches Beispiel für uns war das Beispiel von Daniel Ellsberg, einem Agenten in den USA, der während des Vietnamkriegs die sogenannten Pentagon Papers veröffentlichte. Das war also ein sehr mutiger Akt von jemandem, der im System arbeitete, aber feststellte, dass das so nicht ging. Und die Idee, dass also so eine Gewissensentscheidung unterstützt durch die Technologie des Internets zu so einem Leak führen könnte, war sicherlich eine ganz wichtige Grundidee für uns. Weil wir ja nur die Einführung für die Veranstaltung machen, unsere Zeit schon abläuft und ich noch so viele Fragen hätte, über die ich gerne sprechen würde, hebe ich mir jetzt eine auf. Danach wird es, falls es noch Interesse gibt, Fragen zu stellen, auch kurz die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen, bevor wir dann mit der Podiumsdiskussion anfangen. Und diese letzte Frage, die ich mir aufgehoben habe oder rausgesucht habe, war, du sagst selber, was dich von Julian unterscheidet, ist, dass er als politische Herangehensweise eher eine liberale Einstellung hat, während du dich selbst als links bezeichnest. Und wie unterscheidet sich das in eurem Verhältnis zu WikiLeaks? I can characterize myself, and I'm perfectly happy to describe myself as left. I can't characterize Julian. I'm not willing to do that, and I don't think I can. And I don't think he fits into any easy category. Certainly,
we have our own approaches to things. He has his approach, and to me, it was always his project. I was helping him, so I don't consider myself a founder, but I think that he had many interesting ideas. Some of them were, you could say, liberal ideas, but some of them are other ideas as well. He's displayed a great deal of pragmatism in the way that he has, the approaches he's taken with WikiLeaks, collaborating with mainstream media, and all the directions, the many different directions that WikiLeaks has taken. Also ich charakterisiere mich sehr gerne als Linken, ich charakterisiere aber nur ungern Julian Assange. Ich glaube, er kann auch gar nicht wirklich charakterisiert werden. Wir haben jeweils unsere eigenen Zugänge. Aber es war mir immer klar, oder ich habe immer gedacht, das sei sein Projekt und ich habe ihm dabei geholfen. Deswegen habe ich am Anfang auch gesagt, dass ich mich nicht als Gründungsmitglied sehe. Julian hat, wie gesagt, viele Ideen. Einige sind liberal, andere sind völlig andere Ideen. Er hat ja auch einen sehr pragmatischen Zugang zu WikiLeaks, zum Beispiel zur Frage der Kooperation mit den Mainstream-Medien. Well, I think WikiLeaks can be seen from many different political perspectives. And the perspectives of the left are very resonant, I think. It has achieved support from all different political sectors. Liberal sectors for classical reasons of freedom of information. And the left, in terms of things like anti-imperialist politics, we see in the last year, obviously, a great focus on US policies from the documents that allegedly came from Private First Class Bradley Manning, who, if he is indeed the leaker of those documents, is a hero on the same scale as Daniel Ellsberg. WikiLeaks kann aus verschiedenen politischen Perspektiven verschieden betrachtet werden und natürlich hat das WikiLeaks-Projekt viel Resonanz mit linken Ideen, aber es wird ja auch unterstützt aus anderen politischen Sektoren, wie zum Beispiel von den Liberalen aus einfach klassischen Gründen von Informationsfreiheit, Pressefreiheit und so weiter. In den letzten Jahren gab es natürlich relativ viel Resonanz mit linken Ideen, vor allem mit klassischer antiimperialistischer Politik. Es gab einen sehr starken Fokus auf US-Außenpolitik, vor allem eben im Zuge der Veröffentlichungen, die angeblich von Private Bradley Manning ausgelöst wurden. Und wenn es stimmt, dass er diese Dokumente veröffentlicht hat, dann ist er ein Held auf demselben Niveau wie der oben genannte Daniel Ellsberg. Also, I think there's a great resonance with libertarian or anarchist conceptions of politics, the idea of the ethical, empowered individual against the powerful institution, revealing, unmasking its doings when they are abusive, and thereby enforcing ethical standards upon states or corporations. Es gibt auch viel Resonanz beim WikiLeaks-Projekt mit libertären, also freiheitlichen und anarchistischen Politikansätzen, wo im Zentrum das ethische, machtvolle Individuum steht, das sich gegen, mir fällt kein anderes Wort als Schlechthandelnde, aber das ist vielleicht nicht das beste Wort, Institutionen und Firmen, Regierungen zur Wehr setzt und durch diesen ethischen Akt diesen Akteuren Grenzen setzt. Dann noch eine kurze Nachfrage. Aber würdest du sagen, dass sich diese unterschiedlichen politischen Grundgedanken auch in der Struktur von WikiLeaks in der einen oder anderen Weise abgebildet haben oder hätten abbilden können? Was hättest du anders gemacht, wenn es dein Projekt gewesen wäre? I was much more into the participatory aspect. I would have liked it to really grow as a wiki. I think if it had been able to build up a community of people who were informing themselves, performing journalism, growing this body of information and putting it out to the public, you could have really been able to build a movement which, being transnational and online, could become kind of unstoppable.
Ich war ja, wie schon vorher gesagt, immer ein größerer Fan des sozusagen partizipativen Aspekts des WikiLeaks-Projekts. Hätte es mehr von diesem Wiki-Aktivismus gegeben, hätten sich da mehr Leute involviert als Journalistinnen und Journalisten, hätten wir da wirklich eine Community aufbauen können, dann hätten wir Informationen auf eine Art und Weise veröffentlichen können, die im Rahmen einer eigentlich transnationalen Online-Bewegung wirklich schwer zu stoppen gewesen wäre.